Geh nach draußen. Das scheint ja eine sehr schwere Aufgabe zu sein. Und wir kommen zurück zu Pokémon Schild. Hey, wartet! Warum geht ihr einfach, ohne ein Wort zu sagen? Naja, du sahst so zerknirscht aus. Wir wollten dir ein bisschen Zeit geben, das alles zu verarbeiten. Natürlich bin ich zerknirscht. Schließlich ist es alles allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgetrickst wurden. Ich kann nicht glauben, dass ich mich derart hab reinlegen lassen. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um Trübsal zu blasen. Also lass ich es einfach sein. Schluss damit. Diese Typen haben eine riesige Menge Wunschsterne mitgehen lassen. Ich will gar nicht daran denken, was sie damit alles Furchtbares anstellen könnten. Wie ihr seht, habe ich absolut keine Zeit für einen Durchhänger. Sanja! Du bist echt hart im Nehmen. Es macht mich sehr stolz zu sehen, wie du in so einer Krisensituation einen kühlen Kopf bewahrst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es ein starkes Vertrauen zwischen Trainern und Pokémon, um die wahre Kraft des Dynamax-Phänomens zu entfesseln. Aber es wäre gut möglich, dass diese Leute die Gala-Partikel in den Wunschsternen verwenden, um diese Bedingungen zu umgehen und so eine Dynamaximierung der Pokémon zu erzwingen. Das erklärt den Diebstahl. Auf den Spürsinn eines Champs ist eben Verlass. Gut kombiniert, Maike. Jetzt, wo sie so viele Wunschsterne in die Finger bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sie sich die Lage erheblich verschlimmern lassen. Aber was erhoffen sie sich davon, Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Die Typen haben doch etwas davon gefaselt, dass sie die wahre Natur von Saichin und Zamazenta zum Vorschein bringen wollen. Ich würde auch gerne wissen, was das alles mit der königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht rätseln, es ist genau das, wonach es klingt. Maike, wirf mal einen Blick auf deine Karte, schnell! Sind ich schon wieder woanders? Diesmal schlagen die Detektoren gleich in vier Stadien gleichzeitig aus. Wir müssen umgehend handeln. Mary, diesmal könnte sie wirklich in Gefahr sein. Aber bei euch in Spikeford gibt's doch gar kein Stadion mit Energiequelle. Du machst dir mal wieder unnötige Sorgen. Jetzt, wo du es sagst. Maike, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort los und den Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch bei den Dynamic-Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmert euch um sie. Ich versuche derweil herauszufinden, wo sich die zwei Vollidioten herumtreiben. Okay, mach das. Ich gehe kurz mein Team heilen, denn ich glaube, die sind gerade nicht sehr fit. Doch, die wurden schon geheilt. Danke. Ich geh auf die Karte schauen. Hier unten ist nichts. Hier gibt's nichts. Okay. Alles klar. Also einmal hier in Chester, in Claw City, in Passback und in Fairbelly. Ich würde sagen, wir fangen mit Passback an. Deshalb fliegen wir kurz hin mit Cramor Express Deluxe Premium und so. Ja, und heute werden wir die ganze Zeit gegen diese Spockos kämpfen. Wer hätte es gedacht? Sehr spannend auf jeden Fall. Aber ein Passback, ich meine, in Spikeford werden wir wahrscheinlich nicht hingehen. Oh, seid ihr etwa alle hier, um mir zu helfen? So sieht's aus. Wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Leute sind alle in Sicherheit. Und ich als Arenaleiter werde mich den Dynamax-Pokémon im Kampf stellen. Okay, das packen wir mit vereinten Kräften an. Vielen Dank. Es spielen gleich mehrere Pokémon verrückt. Jeder nimmt sich bitte nur ein Pokémon vor. Packen wir es an. Okay, Nio. Let's go. Zwürfins. Und es hat gerade irgendwie neu geladen. Guck mal, hört das nicht durch das Mikro, sonst ist das ein wenig blöd, aber... Müssen mitleben. Warte, ich bin alleine? Oh! Oh shit! Ich bin alleine gegen das Vieh. Unerwartet. Egal, ich bin normal effektiv gegen das Vieh. Ich hoffe, das hat keine effektive Attacke gegen mich, sonst bin ich am Arsch. Das wäre nicht so hoho geil. Oh yeah! It's showtime! Hey, Zwirfins! Zwinker nochmal! Ich glaube, du hast ein wenig Wasser in deinen Augen.
Und es fängt an zu regnen. Oh, oh, Dina-Gewitter. Oh, oh. Oh! Und dann wird es noch stärker wegen dem Regen. Oh, damn it! Bin ich paralysiert jetzt? Nein, noch nicht. Okay, bevor ich paralysiert werde, greifen wir ihn an. Mit vollster Energie. Hey, du weinst ja, Kumpel. Schau mal. Bam, da geht er down. Boom, boom, boom. Das war ja easy, auch wenn ich alleine war. Vielen Dank. Die Pokémon haben sich alle wieder beruhigt. Gönnen wir den Pokémon etwas Erholung hier im Stadion, dann fühlen sie sich bestimmt bald wieder besser. Hier, Maike, meine Ligakarte. Eine seltene Ligakarte von Nio erhalten! Ich kümmere mich um den Rest hier. Es brauchen bestimmt noch andere Leute eure Hilfe. Diese beiden Pappnasen haben sich ziemlich viele Wunschstände geschnappt. Kein Wunder, dass sich jetzt viel mehr Pokémon dann maximieren können. Gut möglich, dass unsere Probleme jetzt erst so richtig anfangen. Es gibt noch 3 Stadien mit durchgedrehten Dynamax-Pokémon. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz die Ligakarte an, weil man soll anscheinend nie auch ohne Maske sehen können. Oh, ich mag sein Gesicht voll. Und seine Haare. Warum hat er immer die Maske auf? Ohne Maske sieht das doch auch toll aus. Ich würde nicht sagen, dass er mit Maske hässlich ist, aber mit und ohne Maske mag ich ihn. Naja, wie auch immer. Schon, dass wir seine seltene Liga-Karte bekommen haben. Wo machen wir weiter? Ich würde sagen, bei Fairbelly. Ist ein Pokémon geheilt? Ups, das wollte ich nicht. Aber dann können wir schon mal schauen. Okay, wir haben 75 verschiedene gefangen von 400. Ja, ist nicht geheilt, aber ach, passt schon. Das ist so wenig. Das juckt mich jetzt überhaupt nicht. Kala, kala. Lahm. Du bist voll lahm, ey. Okay, sorry, ich renne ja schon. Oh, Bete, es stimmt. Ja, hier. Betis, was ist mit den Dynamax-Pokémon? Pfff, das wäre etwa ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden. Mir? Einem Feen-Arena-Leiter der absoluten Spitzenklasse? Ach stimmt ja, du bist ja jetzt Arena-Leiter. Nur bei der Spitzenklasse bin ich mir noch nicht sicher. Gehe ich jetzt in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen? Nichts für ungut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Ein einfaches Danke hättest auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mit so einem unausstehlichen Arena-Leiter kann die nächste Arena-Challenge heiter werden. Olivia hat mich hinters Licht geführt und für ihre Zwecke missbraucht. Aber von jetzt an entscheide ich über mein Leben. Ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen, Maike. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit kühlem Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Betis hat eigenhändig 3 Dynamax-Pokémon bezwungen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzliche Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen, wobei ich ihm schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. Jetzt muss ich es erwähnen. Ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal, das hier hat nichts mit Papella zu tun. Dieser Kampf ist allein meine Entscheidung. Also los, lass mich nicht länger warten. Kämpf mit mir. Okay. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen, doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit wir es gebracht haben. Wieso von Null anfangen? Wie meint er das? Meine Zeit als Redner hat mich stärker werden lassen als dich. Nein. Nein. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht.
Du und Hopp konnten mir noch nicht mal das Wasser reichen, du. Könnt gar nichts. Yeah, bye bye. Easy. Der hat auch nur 4 Pokémon, immerhin. Ich meine, ist mir egal, ob ich gegen den kämpfe oder gegen so einen Riesenspacko. Das ist mir eigentlich vollkommen egal, du. Jetzt, wo er weniger Pokémon hat, weiß ich, wen er aufgegeben hat. Vielleicht fällt es mir ein. Aber wir kriegen gleich seine legendäre Liga-Karte. Oder die vom Propeller oder von beiden. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Oh, sehr, ey. Junge, du stirbst doch jetzt eh nach nächster Runde. Vollidiot, ey. Ach, verdammt, das ist mir nicht eingefallen. Oh, der hat ja auch Top-Genesung. Oh Gott, geh mit. Arsch nicht so toll. Pew, pew, pew. And she dead. Level up für Cremi. 64, nice. Oh, sie trifft trotzdem. Scheiße. Galopper. Aha. Oh, ich will das immer noch im Team haben. Soll ich heilen? Ich wollte eigentlich gar nicht in den Beutel gehen, aber anscheinend gehe ich jetzt heilen. Cool. Psycho-Klinge. Aua, aua, auf. Präzisionsschuss. Oh yeah. Pew. Bam. And she, he not dead. He is not dead. What? Is this real? How can this be? So, Silenbrim jetzt als letztes noch, oder wie? Ich glaube, es kommt noch Silenbrim. Oh, die Level 64, nice. Ja, Silenbrim. Ja, komm, Intel kann weiterkämpfen. Du könntest tatsächlich der stärkste Champ sein, den die Gala-Region hier je hatte. Ja, ganz genau. Ich werde dich besiegen und so ebenfalls in die Geschichte Galas eingehen. Wieso? Wenn du mich besiegst, was wird das ändern? Das ist ja kein Ligakampf, das zählt nicht, das weißt du schon. Hätte ich jetzt Delon ganz am Anfang des Spiels besiegt, dann hätte das auch nicht gezählt. Wir waren dann jetzt nicht im Ligakampf. Oh, verstehe ich das falsch? Digga, macht das für den viel Schäden. Schäden. Genau. So, mal Trank. Und dann nochmal Aquahaubitze. Ich bin schneller als das Vieh, hoffentlich. Kannst du mal aufhören? Verdammt, ich wollte eigentlich, dass ich noch genug Leben habe. Aber egal. Aquahaubitze. Yes, am Anfang. Pew. Nice. Gewonnen. Oh, ich liebe es, wenn sie nämlich ihre Haare so aufmacht. Dann sieht die noch schöner aus. Oder nicht? Was bei ihr? Man kann das Theme. Na egal. Unmöglich. Das kann gar nicht sein. Ich bin doch ein Arenaleiter. Ja und? Hat nichts zu bedeuten. Endlich kann auch ich dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das so offen zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von Feen-Pokémon vollends ausgereizt habe. Sendeliga-Karte von Betis. Als Arenaleiter ist es aber erstmal meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Pokémon-Kampf eben war pinker als eine Herde Pipi. Herrlich. Doch, ich gehe von beiden. Oh, okay, super. Aber ich bin doch pinker als er. Ist unfair. Obwohl er nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte, konnte Betis sich einen Weg ins Turnier erkämpfen. Er ist mit allen Wassern gewaschen, das muss man ihm haben, ihm lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Leiter gebracht hat. Er mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Er nimmt die Sache eben ernst. Ja, bei eurem Kampf war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug legt. Ihr scheint es ja massig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch einen Tee aufsetzen? Schon kapiert, du hast ja recht. Weiter geht's. Es gibt noch andere Orte, an denen Tobin... Ja. Ja, ich weiß. So, wir gucken uns aber erstmal die Ligakarte von den beiden an. Vielleicht erfahren wir dann mehr von ihnen. Das ist die von Betis.
Er ist jetzt zum Fanboy geworden, aber hey, wenn er das mag, ne? Und hier Papella! Wie kommt das vor, als wäre Betis irgendwie der Sohn von Papella? Weiß nicht, ob das nur ich das bin. Aber mir kommt das echt so vor. Gut, machen wir noch die anderen beiden reden, würde ich sagen, in dieser Folge. Das, glaube ich, packen wir eigentlich noch. Ja. Als nächstes. Eher in Sir Chester. Schwester in Sir Chester. Oh, oh yeah. Ups. Das wollte ich nicht. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir kurz mal noch einen Pokémon ein. Guten Tag, Champ. Ja, ich werde von allen Leuten jetzt Champ genannt. Aber wo halten die sich denn jetzt auf? Ich check das immer noch nicht. Ja, komm, schnell, 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 schnell. Irgendwas hat sie mit Champ gesagt. Cool. Hi, hi. Guten Tag und tschüss. Nichts wie raus hier, ihr drei. Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ihr seid das. Ist mir vor lauter Aufregung gar nicht aufgefallen. Nun, da Mike hier ist, kannst du dich entspannen. Vier Dynamax-Pokémon treiben sich gerade hier und tun ihr Unwesen und ich grübel schon die ganze Zeit, wie ich mit ihnen fertig werden soll. Mit so vielen fähigen Trainern sollten wir das Kind schon irgendwie schaukeln können. Seid ihr bereit? Dann nichts wie rauf auf den Kampfplatz. Yo! Das sehe ich genauso. Sind wir jetzt alle vier hier wieder? Oder alleine? Alleine. Oh, Frostentchen. Jo, was geht, Süße? Ich hab gehört, ich soll mal zu dir hochkommen. Das kann ich gerne machen. Oh yeah! Ich bin sogar größer als du, hä? Huh? Wie geht's? Das war ja fast ein One-Hit-KO! Wäre es jetzt ein One-Hit-KO gewesen, dann wäre es geil gewesen. Schade aber. Deiner Gewitter online. Ah, verdammt! Warum kann das Vieh Donner oder was auch immer, eine Blitzattacke? Davon wusste ich nichts. Hm. Pew, pew, pew. And she's dead. Beziehungsweise sich nicht rumfrieren, normal. Geht es allen gut? Ui, das war ja eine ganz schöne knappe Sache. Aber mir geht's gut, ja. So ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon fertig zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. Haha, dass man sich immer auf dich verlassen kann, wusste ich bereits, Maike. Aber Hopp, du hast heute bewiesen, dass man auch auf dich bauen kann. Wirklich? Sein Gesicht bleibt gleich. So, wirklich? Mit seinen Händen hoch. Wirklich? Hopp. Hört solche Komplimente wohl nicht ab. Hopp hört sowas wohl nicht oft. Das würde erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, sei still, Ness. Ich werde gut auf die Pokémon Acht geben. Ihr müsst euch also keine Sorgen um sie machen. Das reicht natürlich nicht aus, um dir für deine Mühen zu danken, Maike. Aber nimm bitte meine seltene Liga-Karte als kleine Geste meiner Dankbarkeit an. Dankeschön. Sollte irgendwas passieren und du meine Hilfe brauchen tun, dann lass es mich einfach wissen. Alles Gute. Passt ja auch hier mit Winter, denn ist ja jetzt demnächst Weihnachten. Hey! Ihr werdet dies ja wahrscheinlich ein paar Tage vor Weihnachten sehen. Siehst du, ich wusste es, ich bin ja schon ewiger Fan von ihr. Das ist ja süß und schön von denen. Sowas sagen. Mel.
Ah, da! Da sehen wir ihn! Gegen den Gestein-Arenenleiter hätte man in Schwert kämpfen müssen, anstatt gegen Mel. Und Mel hätte man das erste Mal dann hier gesehen. Denn der hier ist nicht der Vater oder der Bruder. Es ist der Sohn. Der Sohn von Mel. Also in meinen Augen sieht er nicht wirklich aus, als wäre er der Sohn von Mel, aber hey. Wie auch immer. Ist ja nicht wichtig oder so, ne? So, auf nach Claw City. Soll ich uns verteilen und dann rauf da ein Getümmel. Yeah. Ja, von der Folge her könnten wir vielleicht sogar noch die Dödel sehen, die beiden. Und WTF, ich guck gerade aus dem Fenster, auf einmal ist alles so leicht gelblich. Lol. Random Facts of the Day. Lul. Sonja! Ah, Maike! Jemand hat gesehen, wie die beiden Vollidioten durch diese Tür gegangen sind. Oh nein! Leider ist die Tür elektronisch gesichert. Die Entriegelung wird also etwas dauern. Ja, ja. Okay, dann machen wir erstmal hier. Hey, Roy! Hey, ein Glück, dass ihr da seid! Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. Es steckt voller herumwütender, dann maximierter Pokémon. Das liegt daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was, im Ernst? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Egal, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Dynamax-Pokémon. Erst wo ihr da seid, kriegen wir das ratzfatz erledigt. Wir packen mit an, stimmt's, Maike? Na klar doch. Na, wenn wir mal nicht das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Ness, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir förmlich gegen eine Wand angerannt. Du bist ein Profi darin, meinen dynamaximierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen? Okay, jeder nimmt sich ein Dynamax-Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's! Oh, mehrere? Okay. Und wir haben... Maxax mit der Axt. Als Kopf. Der Joke wird nie alt. Dum, dum, dum. Bam, 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 bam. Du, du. So, was ist nicht so effektiv, leider. Ich hoffe, ich verliere den Kampf nicht. Wir werden es ja sehen. Vielleicht kann der Kampf etwas länger dauern, aber nach 10 Runden sind eh solche deiner Max-Kämpfe verkackt. Vielleicht brauchen wir da länger. Dann haben wir es aber auf einmal verkackt. Weiß ich nicht. Aber wir sind höher im Level als der. Ich glaube, 9 Level höher, oder? Hier! Yeah. Bam, bam, bam! Also, es macht schon Damage. Ich glaube, wir sitzen hier keine 10 Runden. Spezialangriff sinkt. Wurm. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Wir haben verloren, glaube ich. Ich glaube, wir verlieren hier. Was nicht sehr geil wäre. Habt ihr die Pose von meinem Trainer gesehen? Spezialangriff sinkt. Aha. Hm, okay. Oh oh. Na, aber so viel macht das nicht. Aber soll ich lieber heilen? Ich glaube, ich heile lieber. Aber verdammt, dann verschwende ich ja meine Runde als Dynamax. Ja, muss ich jetzt machen. Lieber, bevor ich hier noch sterbe. Als wenn ich wieder klein. Leider. Ach, verdammt, ich wollte gerade meine Show abliefern, aber das kann ich ja jetzt immer noch tun. Nur weil ich klein bin, heißt das nicht, dass ich schwach bin. Wirst schon sehen. Was? Oh, ich kann mein Pokémon wechseln. Lol. Weiß nicht, ob es gewollt ist, aber hey. Ich nehme das gerne an. Cremi.
Was macht er? Oh, das macht zu viel Damage. Ich muss wechseln. Kacke. Oh, vielleicht bleiben wir doch 10 Runden sitzen. Dann haben wir verkackt. Sie nimmt Brien, weil Kurt ja keine gute Verteidigung. Oh no! Was setzt du ein? Stahlzacken? Oh. Ups. Das habe ich nicht erwartet. Nein, Sinembrim. Ich muss Sinembrim hochpushen. Ein paar Level höher als alle anderen. Und Kusi eigentlich auch. So, Kursi. Eissturm. Bring es um. Oh, oh. Aber nicht sterben. Okay. Rückrüstung. Wir nehmen mehr Schaden, aber wir fangen immer an. Oder so. Eissturm. Es ist doch fast tot. Haben wir keine schnelle Attacke? Oh, wir werden geheilt. Stimmt. Dann rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Ist ein bisschen schläfrig. Das ist mir scheißegal, du. Du greifst jetzt an. Kill ihn. Yes. Knappes Match, du. Knappes Match. Boom, boom, boom. Als ob die einfach so einen Maxax haben. Als ob. Lol. Wow, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Noch schnell ein Foto zum Andenken. Das muss einfach drin sein, du. Um die Pokémon kümmere ich mich, keine Sorge. Die kriege ich ihm nur wieder fit. Und Maike, wenn du jemanden Hilfe brauchen solltest, sag einfach Bescheid, ja? Sie hat eine Liga-Karte von Roy erhalten. Ein Wort von dir und Roy als sofort zur Hilfe. Also ein Wort von dir und Roy als sofort zur Hilfe. Das verspreche ich dir. Und du, Ness, irgendwann brauchen wir zwei eine Revanche. Diesmal aber ohne Dynamax. Ihr habt doch eben gesagt, dass irgendwer die Wunschhände missbraucht, oder? Ich nehme mal stark an, dass ihr eine Sache, bereits Nachforschungen angestellt habt. Da macht weiter so. Das Claw-Stadion ist derweil bei mir in sicheren Händen. Okay, damit haben wir alle. Ach komm, die Anime zum brauchen wir hier nicht, ganz ehrlich. Wenn ich mich nicht erzählt habe, haben wir alle Stadien abgehackt, Maike. Nur noch so bald wie möglich in diese Clown schnappen. Mhm. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Klingt da nicht gerade dein Smart Router, Maike? Das ist bestimmt Sanya. Maike, ich bin Sanya. Ha, ich bin gut. Die beiden Clowns haben sich Zutritt zum Klarstadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Alles verstanden? Kommt zum Klarstadion und beeilt euch. Ich bin doch schon da. Ich glaube, Sanya versteht nicht, dass wir gerade da sind. Das wird ihr jetzt sehen. Tag auch, Champ. Hi. Huch, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt hier nicht, aber ich hab's sicher gleich. Wei, wei! Geburt! Britzi! What? Die Tür wurde entriegelt? Ich wusste schon immer, dass du ein kleines Genie bist, Voldy. Gut gemacht. Weil, bitte entwickeln mich nicht. Die beiden Vollidioten sind da drin. Wir müssen vorsichtig sein. Yeah. Rein da. Obwohl, warte, noch nicht. Ich muss noch heilen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge knöpfen uns die Vollidioten dann endlich mal vor. Wenn es euch gefallen hat, die letzten paar Folgen, wo wir dann nur so Müll gemacht haben. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder vorbei. Nächste Folge wird dann etwas spannender als heute. Und letzte Folge. Und vorletzte Folge. Naja, haut rein. Und schönen Tag noch. Ciao, Leute.